So, jetzt ist die Frage. Ich muss da irgendwie rein. Ich schwimme mal. Jetzt kann ich mir aussuchen. Ich muss da lang, okay. Oh, verdammt. Ich wollte doch gar nicht abstürzen. Na! Ah! Upsi. Ich bin ja froh, dass er mich nicht sieht. Feuerpfeil. Hier gibt es auf jeden Fall so ein bisschen was an Pfeile zu finden. Oh mein Gott. Ich speichere mal. Also hier ist es nicht gerade leise, sich zu bewegen. Ich bezweifle, dass wir hier alles sehen können in diesem Level. Weil das ist einfach so riesig. Ne. Wer ist da? Hallo? Ach, es war bestimmt nichts. Das ist ja bei dir eine blöde Stelle. Wie soll ich denn das schaffen? Dreht euch ganz langsam um und legt die Hände auf den Kopf. Aus euch mache ich Hackfleisch. Mist. Hier drin ist... Oh oh. Schmeißen wir sie mal hier hin. Moospfeil. Das bringt mir auch sehr viel. Wow. So, das hat schon mal funktioniert. Oh, ich bin ganz schön ruhig, ne? Manchmal an manchen Stellen, aber das geht hier nicht anders. Was ist das denn? Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man es aufmachen kann. Die rufen schon die Wachen. Aber ich glaube, die können da nicht weg, wenn ich mal ehrlich bin. Hier war ich. Das kommt mir sehr bekannt vor, hier die Stelle. Jetzt muss ich nur irgendwie mal hier weiterkommen. Oh, gucke mal. Hier gibt es neue Beute. Pfeile. Super. Was ist das? Eine Gurke und das? Ein Teller. Oh nein. Oh, ich finde das immer blöd, dass man das dann so wegschmeißen muss. Okay. Jetzt bin ich also hier. Wenn die beiden nicht endlich aufhören und sich einigen, schickt Ruben seine Leute los, um herauszufinden, wo Donald safe ist. Der gute Donald wird nach dem Schlüssel von Ruben suchen. Diesen verdammten Knochenbrechern ist es scheißegal, wessen Knochen sie brechen. Oh-oh. Hätte ich mich nur nie für eine Seite entschieden. Die Frage ist, der geht da lang, okay. Hier ist eine Treppe auf jeden Fall. Also irgendwie ist ein bisschen alles verknüpft, wie wir das gerade sehen. Weil hier waren wir ja vor einiger Zeit schon mal. Aber wie das hier auch alles verknüpft ist, das ist unglaublich. Führen mehrere Wege nach Rom, oder wie man so schön sagt. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn hier unten? Ach, gucke an, hier wäre ich auch so irgendwann hingekommen, wenn ich hier geradeaus weitergelaufen wäre. Was ich ja natürlich nicht bin. Guck mal, wer da ist. Hey. Das war's dann wohl. Oh. Der wollte...
mich hier ver... Also, das... Ich sag mal so, der wollte sagen, dass ich hier bin. Der wollte, dass ich auffliege. Ich höre hier immer noch ein paar Schritte. Ich glaube, das war der... Was ist das? Nicht hier einfach mal so ein Breitkopffall. Ist ja unglaublich. Was liegt hier? Da liegt sogar ein Trank. Ich gehe jetzt hier mal im Kreis. Da war einer. Die Frage ist, wo geht der hin? Es wird lauter, habe ich so das Gefühl. Du Scheiße, wo bin ich denn hier gerade gelandet? Oh, 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 oh. Ich krieg Angst. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich krieg langsam Angst. Ich speichere extra ein bisschen mehr. Guck dir das an. Wie soll ich denn den bitte überraschen? Der geht im Kreis. Wie soll denn das funktionieren? Ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich ja das Feuer ausschießen. Ah, gucke an. Stelle ich mich hier einfach mal in die Schattenseite. Der sieht mich nicht, hoffe ich. Sehr gut. Oh Mann, ich will doch nichts trinken, verdammt. So. Jetzt habe ich einfach mal zwei Tränke getrunken. Hat aber auch nicht geschadet. So bin ich auch wieder komplett geheilt. Da steht einer direkt vom Feuer. Die Frage ist ja jetzt immer noch, kann ich den so einfach übers Ohr hauen oder nicht? Oh Mann, hier ist es heller als gewohnt. Dachte, da war etwas. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Och, ich hasse Ratten. Wer auch immer das ist. Oh, beinahe wäre ins Feuer gefallen. Oh, hatte ein bisschen Geld dabei. Ist auf jeden Fall ein bisschen fetter als normal. Oh, Wasserpfeil. Jetzt haben wir unseren Wasserpfeil wieder. Hier gibt's auch... Wow, hier gibt's Gold. Wir müssen auf jeden Fall noch viel mehr Gold finden. Was ist das? Magrin, nimm die Geheimtür Nummer 47, wenn du schon kommst. Es ist mir egal, wie deine Kleider danach aussehen. Ich werde nicht riskieren, dass Räuber dir folgt. Rüben dir folgt, Entschuldigung. Bis ich meinen Schlüssel wieder habe und die Vase auf meinem Kamin-Sims steht, bitte ich, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Okay, also Nummer 47. Da müssen wir rein, um an die Vase zu kommen. So, jetzt will ich aber mal auf eine Karte gucken. Ich befinde mich immer noch hier. Nee, Moment. Wo war... Hier war ich schon mal. Unterer Kanal. Jetzt bin ich ja hier oben. Oh Mann. Also das ist eine verzwickte Karte. Ob ich hier jemals den richtigen Weg finde, das bezweifle ich. Aber zumindest waren wir schon mal an vielen Stellen. Nummer 47 muss ich also finden. Kann ich hier eigentlich die Tür öffnen? Nee, kann ich nicht. Jetzt gehe ich mal hier rein. Ah, gucke mal. Oh, hier gibt es auch schon eine spannende Musik. Ja gut, hier muss ich einen Schlüssel haben. Vielleicht ist das ja der. Ach. Okay, das ist witzig.
Das ist wirklich witzig. Diese Tür führt also hierher. Interessant. So kommen wir wieder zur Spielehölle zurück. Da läuft doch irgendwer schneller. Hä? Habt ihr das auch gerade gehört? Da ist doch gerade einer richtig schnell gelaufen. Kann es sein, dass das hier irgendwo war? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier lang. Da ist er gewesen. Ich verstecke mich mal wieder. Ich will mal kurz ein paar Wasserpfeile verbrauchen. Dann mache ich die auch nochmal aus. So, jetzt bin ich hier auch wirklich im Dunkeln. Der hier nochmal langkommt? Das ist hier die große Frage aller Fragen. Ich befürchte fast nein. Ich speichere nochmal. Mann, wir befinden uns jetzt hier schon fast eine Stunde in dieser ganzen Gegend. Mit den ganzen Unterbrechungen sind wir bei einer Stunde. Bis jetzt das längste Level. Lärmpfeil. Wasserpfeile. Was ist das da? Feuerpfeil. Breitkopfpfeil. Und ein Papyrus. Davey, bis Donal und Rüben sich geeinigt haben, sollten wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich möchte auf jeden Fall nichts riskieren. Okay, er möchte nichts riskieren. Kann ich irgendwie verstehen. Jetzt weiß ich, was das für einer ist. Na los, kipp um! Und ich glaube, das ist einer von den... Tut mir leid, die musste ich jetzt nochmal killen. Oh. Jetzt muss ich irgendwie an diesen Geldbeutel kommen. Weil der ist so ungünstig gelandet. Ah. Ich glaube, ich weiß, wo der herkommt. Der kommt bestimmt von der Stelle, die mich gesehen haben. Ich bin jetzt schon wieder hier unten. Das ist doch wohl... Hä? Ah, gucke an. Da läuft gerade einer lang. Ja, das ist die Stelle. Aber wie... Hä? Wie ist der hierher gekommen? Das ist die Frage, die ich mich schon die ganze Zeit stelle. Oder der hat mich irgendwo anders gesehen. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall Angst gehabt. Komme ich hier vielleicht irgendwie zu der Stelle? Also ich... Ich befürchte, dass das hier einfach ein Riesenlabyrinth ist und ich mich jetzt schon verlaufen habe. Hier war ich doch schon, ne? Hier war ich schon. War ich hier? Hier war ich überall. Verdammt! Verdammt! Das gibt's doch nicht. Wie kann ich mich denn jetzt hier verlaufen? Na gut, aber ich hab... Im Moment habe ich... Habe ich gerade einen Schritt gehört? Nein. Hier war ich auch schon. Okay. Bin ich hier schon drin gewesen? Ja, hier war ich auch schon drin. Hm. Hier war ich doch auch schon. Okay, also hier habe ich, glaube ich, alles abgegrast.
Das heißt also für mich... Ah, gucke mal. Noch nicht alles abgegrast. Hier gibt's ja noch einen Kelch. Ja, dann muss ich also wieder... Ah, gucke an, wo ich da rauskomme. Okay. Ich muss da hinten irgendwie hin. Warte, irgendwo war der Tunnel. Da muss ich da wohl mal rein. War das hier irgendwo? Nein. Nummer 47. Ich muss also jetzt erstmal wieder eine Etage hier. Da muss ich runter. Hier oben habe ich nämlich alles erkundet, was man erkunden kann. Was ist das? Die Tür ist einfach mal verschlossen. Ob das die 47 ist? Was ist hier? Ach, gucke an, jetzt bin ich schon wieder hier. Aha, okay. Das kann ich sogar aufmachen. Also ich muss weiter nach rechts. Hoffe ich zumindest. Aber hier war ich doch schon. Ja, natürlich, hier war ich doch schon. Das ist jetzt so ein bisschen die Zwickmühle, in der ich stecke. Ich glaube, ich muss mich gleich nochmal an den Karten orientieren. Ja, genau, hier war ich schon. Die Frage ist ja, wo geht's weiter? Ja, ich gehe jetzt nochmal hier entlang. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. So, das ist die 38. Ob es hier wohl noch irgendwo einen Eingang gibt? Hier unten? Warte mal. Hier geht irgendwie ein Weg rüber. Das könnte diese Stelle hier sein, wo ich gerade bin. Das heißt, das wäre dieser Tunnel hier. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Nee. Wo befinde ich mich? Entweder befinde ich mich hier oder hier irgendwo. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Auf jeden Fall weiter nach vorne muss ich nicht. Ich muss diese Tür hier wahrscheinlich aufkriegen. Warum ist die zu? Ich habe doch eben gerade alles Mögliche geöffnet. War ich eigentlich der Meinung? Mal gucken, ob ich hier irgendwo noch einen anderen Weg habe. Da geht's runter. So, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich im Südkeller. Ich muss aber irgendwie hier hochkommen. Hier geht auch irgendwo Overlord's Fancy. Da müsste ich vielleicht auch irgendwie mal hin. Das ist bestimmt wieder so etwas, worauf man nicht gleich kommt. Den werde ich jetzt erstmal vernichten. Das reicht. Ihr seid fertig. Hier lang. Passt auf den Eindringling auf. Na los, stirb! Ich habe noch eine Tür gehört. Ach, gucke an! Na los! Ich glaube, das war so ein bisschen mein Fehler, den ich gemacht habe. Weil ich muss hier nämlich hin. Ah, gucke an. Na, sieh mal einer an. Hier ist eine Stelle, hier war ich nämlich noch nicht. Und hier ist eine Tür. Die kann ich auch noch nicht mal benutzen.
Da ist die 47. Da kann ich dann die 48... Da war ich doch schon. Oh, das ist ein echt kniffliges Level. Das will ich jetzt mal nicht untermauern. Untermalen. Das ist ja nicht so schön. Wo geht's denn da hin?